Na, Jessica, mach das mal. Oh, wow, 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 ich werde angesaugt. Komm schon. Okay. Ich muss mir auf jeden Fall das eine Heilungszeug jetzt wiederholen, was ich gerade verbraucht habe. Ach, Quatsch. Oh oh. Ja. Ich hab da. Mist, ich hab doch da gerade einen Gegenstand gesehen, oder nicht? Ist die Weg. Okay, wir müssen irgendwie. Irgendwie müssen wir uns die vom Hals schaffen. Ja, was denn? Was willst du denn? Okay, hier haben wir noch eine Granate. Kann schon mal sehr hilfreich sein. So, dann wollen wir doch nochmal in den Raum hier gucken. Hier müsste das Rollo... Ja, das ist zu. Okay. Aber ich will auf jeden Fall mal gucken, ob in dem Raum hier irgendwas drin ist. Okay, das können wir nicht lesen. Ach, da ist einer. Komm, verrecke. Dankeschön. So, jetzt aber. Okay, es war nur eine Handgranate. Können wir hier durch? Okay, wir können hier durch. Perfekt. Ist da noch was? Ja, okay, ich gehe jetzt aber nicht nochmal zurück und sammle das ein. Habe ich da gerade irgendwie... Moment, ich möchte... Ja, natürlich. Es ist nicht die Zeit dafür, deine Waffe aufzubessern, damit du besser im Kampf gegen diese Biester bist. Resident Evil Logik, meine Damen und Herren. Die Logik von Resident Evil. Waren das alle? Ich dachte, da würden jetzt unendlich viele kommen. Ich hoffe, Jill ist okay. Mopsy ist mir ja eigentlich erstmal egal. Oh, da unten ist noch was. So, müssen wir nachladen? Ne, nachladen müssen wir nicht. Wir haben alles, also geht's jetzt weiter. Es wäre schön, wenn es jetzt weitergehen würde. Okay, das heißt, wir müssten jetzt eigentlich hier, wenn wir hier lang gehen, müssten wir in dem Hauptraum sein. Und wir sind mit Jill durch das Casino gegangen. Das heißt, wir müssen jetzt zum Casino. Oh Mann. Hey there. Any idea where we can find Parker and Jill? To Jessica? Hold on. Judging by the ship's condition, I believe there's a problem with the engines. I'd wager they're in the ship's bilge trying to get them going again. That makes sense. We'll head down there now. Kielraum aufsuchen. Ja, Moment, wir müssen aber durchs Casino, oder? Ich meine mich auf jeden Fall erinnern zu können, dass wir jetzt durchs... Ja, ist egal, wir gehen einfach. Ich würde schon sagen, wie lange braucht denn bitte diese Tür? Oh oh. Was zum Teufel? Och nö!
Alter! Genau. Lass Jessica in Ruhe. Oh. Ich sollte die vielleicht mal scannen. Komm. Einfach nur ein Punch. Okay, das war Nummer 1. Oh. Ah. Okay, sehr schön. Hat der gerade nach mir gespuckt? Oh, krass. Hau ab. Geh, bitte. Jessica macht das schon. Hoffe ich. Komm, packen wir mal hier. Das war's. Perfekt. Okay, das lief ganz gut. Was hat er fallen lassen? Dreizackschlüssel. Gut. So, dann wollen wir da nochmal gucken, ob hier irgendwas verteilt ist. Hier ist noch ein grünes Kraut. Da ist noch eine Handgranate. Aber ich könnte Munition gebrauchen. Und ich rede hier nicht von Pistolenmunition, sondern von vernünftiger Munition fürs Maschinengewehr oder so. Das wäre auf jeden Fall ein bisschen ratsamer. Da würde ich mich ein bisschen mehr drüber freuen. Können wir hier hoch? Nichts passiert. Okay, also ist die Tür nur für einen einmaligen Zugang gebaut oder was? Wenn man einmal da drin ist, kommt man da nie wieder raus. Dreizackschlüssel verwendet. Okay. So Veltra wants to unleash this virus on the world. Right. But it's already infected the ship. Whoa! And Jill and Parker had a welcome party waiting for them. Okay, das Ding platzt einfach mal. Auch schön. Und wieder ein Heilkraut. 5 Stück haben wir schon. Das sieht eigentlich ganz gut aus für uns. Gut, hier ist nichts mehr. Okay, an das Ding kommen wir nicht ran. Ja, Jessica, das tut mir jetzt leid. Komm schon. Zack, hat das hinter sich. Perfekt. Da ist noch so ein Vieh. Nicht drauf schießen. Eins, zwei, drei. Platz. Und tschüss. Ist auch ein mieses Leben, ey. Wirst du angeschossen und dann platzt er erstmal. Oh oh. Oh. Egal, ich habe den Scan noch abgeschlossen. Ich bin jetzt bei 96%. Habe ich das richtig gesehen? Ja. Wunderbar. Moment, ich hab doch da gerade... Achso, das liegt da hinten. Hey, Buddy. Warum so desinteressiert? Jessica, tu was für dein Geld. Du nervst ein bisschen hier mit deinen komischen, stacheligen... Komm schon. War's das jetzt? Dankeschön. Da haben wir nämlich auch noch was. In der Suppe hier. Eine Handgranate.
Habe ich die jetzt schon gescannt? Ich glaube nicht. Die geben auch nur noch 1%, wenn die da... Okay, der hat jetzt 15 gegeben. Ach, hatten wir schon, ne? Genau. So viel Zeit, wie wir jetzt schon hier verschwendet haben, sind Jill und Parker bestimmt schon abgesoffen. Oh oh. Na, nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir. Und einmal runter, bitte. Okay, hier erwartet uns nichts Monstermäßiges. Sehr schön. Ja, wir müssen ja jetzt eigentlich auch mit dem Aufzug fahren. Oder haben wir noch die Möglichkeit, hier lang zu gehen? Tatsache. Aber es bringt uns bestimmt nichts. Der Aufzug ist kaputt, ja. Toll. Chris, du bist echt mein Held. Irgendwie geht mir die Munition aus. Okay, der Schlüssel steckt. Hebel betätigen und ab nach unten. Wir nähern uns. Das sieht nicht gut aus. I just have no idea. It takes so much to rescue them. Parker is gonna owe me a nice dinner for saving his ass. Jessica, die denkt nur ans Essen. Ja, war ja natürlich klar, dass wir genau die Tür nehmen müssen, an der ich vorbeigelaufen bin. Okay, da ist nichts mehr. Ja, das meine ich. Der Typ springt 130 Meter einfach so in die Tiefe und die Knie von dem sagen nur, pff, das war doch gar nichts. Guck dir meine Oberarme an. Bewegt sich nicht. Ja, hä? Ja, warum? Okay, wir nehmen uns mal die ganzen Handgranaten hier. Dafür ist wahrscheinlich immer noch keine Zeit, habe ich mir schon fast gedacht. Nichts passiert. Und das lässt sich nicht bewegen. Das heißt, wir müssen hier rein, oder was? Komm schon. Stirb. Achso, ah, perfekt. Wieder Munition verschwendet. Wir müssen doch irgendwo hier, muss man doch diesen, oh. Jessica erscheint auf einmal neben mir. Ja, Ziel nicht gefunden. Ja, ich sehe es auch, danke. Haha. Zwei Fliegen mit einer Klappe, wa? Wiedersehen. So. Oh Mann, wir sammeln gerade einen Haufen Munition.